So. Ihr hier, machen wir mal Pause. Ein bisschen Zeit will ich mir dann nehmen. Okay, Masseextraktoren. Hier und hier. Dahin und dahin. Zum Schluss, dass die einfach nur schon mal da unten sind. Das ist nicht mehr, nicht weniger. Das ist einfach nur, dass sie da unten sind. So. Als nächstes aufhören, Sachen zu bauen. Das sind sogar zwei Fabriken. Das habe ich sogar übersehen. Das sind sogar zwei Landefabriken. Ah ja, okay. Schau an. Wir sparen jetzt überall mal Energie ein. Vielleicht bekommen wir es ja hin, dass wir hier oben sowas hinbekommen. Ach, Flugzeugträger. Ah ja. Und den da hier lassen wir auch mal gerade nichts machen. So, Jericho, wo bist du denn? Du bist da. Du baust mir... Ja, die Schnellfeuerartillerie. Ich würde sagen, die bauen wir Dings, weil das ist ein Landfahrzeug. Diese, ich glaube, das sind sogar diese komischen Walker, wo wir da mal gesehen haben. Von der Energie wird es gehen, von der Masse her halt nicht. Das ist das Problem. Ich lasse das dann doch mal laufen. Gut, Sie zu sehen, Commander. Wir haben getan, was wir konnten. Es sieht so aus, als würden die Aeon die UEF einige Klicks westlich fertig machen. Es sieht so aus, als würden die Aeon eine Art fliegende Untertasse bauen. Wir wissen nicht, zu was sie in der Lage ist. Aber es scheint sicher, dass sie Black Sun angreifen wird. Zerstören Sie sie, bevor sie abheben kann. Sie darf Black Sun nicht erreichen. Ja. Das machen wir. Junge. Da, ne? Okay. Jetzt bin ich am Überlegen. Die drei, ob die da vielleicht nicht mal... Was haben wir da? Achso, das ist Raketenabwehr. Dann würde ich sagen, jetzt weiß ich zumindest auch, wo meine Spionageflugzeuge hin sind. Die Cybrans haben sich entschlossen, ins Kampfgetümmel einzugreifen. Das ist egal. Eure Art wird schon bald zerstört sein. Verdammt! Ich kann keine weiteren Schwierigkeiten gebrauchen. Ihr geht mal darüber. Ihr kommt mal auf die 4. Ich glaube, das mit den Torpedoschiffen war... ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir die hätten. Wenn ich euch jetzt den Befehl gebe, hier oben das Ding zu bauen, macht ihr mir das? Nee. Will ich euch drei nochmal mit dabei haben? Ich denke, ja, dann geht das Ganze schneller. Dann muss ich nur von da unten die drei wieder Nuff holen. Du bist... Jericho, du bleibst... Jericho, du darfst hier mal ein bisschen einsammeln an Masse. Das wäre gar nicht so schlecht. Gut, je mehr halt dran arbeiten, desto weniger Masse habe ich ja prinzipiell. Aber, mal gucken, wenn wir voll sind. Aber wäre schon geil, wenn ich von den Dingern da Brei hinkriegen würde. Commander, wir haben das Kommunikationssystem der UEF angezapft. Black Sun ist noch nicht fertiggestellt, aber kurz davor. Ich halte Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden. Es langt noch nicht, um ins Plus zu kommen, aber minus 13 ist attraktiver. Okay. Zumal hier oben werden nicht mehr Spionageschiffe gebaut. Fliege gebaut. Ah, guck mal an. Kann das sein, dass da unten die... UAF zusammen mit den anderen ein bisschen Krieg führt. Das wäre schon cool. So, mal gucken. Die feuern. Ja, super. UAF, komm an. Do it. Schießdreck, der kommt noch nicht mal so weit wie zuvor. Halleluja. Hallo, scheint Party zu sein, hä? Oh nein, da lang, komm, du schaffst es. Wenn du das schaffst, mein Freund, ne, darfst du in Ehren sterben. Bring mir die Kacke, wo er den Scheiß baut. Du, also hier kommst du doch unmöglich für normal durch. Hier oben Energieversorgung. Okay, ist ja alles schön und recht, gefällt mir ja.
Aber er hat. Ja, er hat keinen großen Energiegenerator. Jetzt mache ich aber Fett minus Energie. Achso, meine Worker bauen. Okay, das ist nicht schlimm. Die sollten ja fertig sein, ehe die Energie auf 0 ist. Ah, aber plus 11 nur ist nicht so toll. Ha. Die großen Energiegeneratoren natürlich hier unten geschützt durch Schild. Das wird dort einfach. Und jede Menge Marinefabriken. Das wird auch nochmal eine Marinefabrik sein. Also da werde ich nicht so einfach durchkommen können. Im Gehörgeteil. Ja, und der braucht halt ein paar Stunden, bis er durch ist. Was hättest denn du für... Tja, steht nichts dort. Raketen... Technikausrüstung. Ja. Aber wahrscheinlich, weil er gerade baut, darf ich es nicht lesen. Was eher schlecht ist. Ich will ihn jetzt noch nicht aufhören lassen, dass hier die Baustange nicht weg ist. So, wie sieht's aus? Ich verprasse halt in der Zeit wesentlich mehr Masse, wie ich reinkriege, tatsächlich, ne? Ja, wobei, jetzt haben sie einen weiten Weg bis nach unten. Das sind die zwei. Oh, jetzt folgen sie dem. Hey, guck mal, die fahren runter. Sollen wir denen folgen? Ja, sollen wir. Da habe ich zumindest schon mal was gegen Luft. Die Frage ist halt die, wo er diese blöde Ding baut. Ich sehe es halt hierauf, habe ich es nicht gesehen. Recht wenig habe ich hierauf gesehen, wenn ich ehrlich bin. Zu wenig. Komm du mal rüber. Ich wollte gerade Patrouille fahren lassen, aber dann fängt er natürlich da oben wieder an, überall mitzumachen, ne? Wenn es dann soweit Zeit ist. Komm schon, ich will das Ding hier fertig haben. Sieht irgendwie cool aus, ne? Ich überlege gerade, was waren die Aeon, die Stärke von dem blöden Ding da? Es ist aber leer. Seine Schlagstelle ist vielleicht nicht so gut. Weil später, wenn meine Einheiten dort natürlich stehen, werden die ja... Also wenn der hier den baut, wird er ja immer wieder beschädigt. Darfst du eigentlich ihm helfen? Komm mal runter. Weil das wäre schon cool, wenn wir das irgendwie beschleunigen könnten, wenn die da mal fertig sind. Zieht sich gerade ein bisschen, aber was will ich machen? Ah, ja, es hilft. Marginal, oder? Ich fahre den mal weg. Kann aber auch täuschen, ne? Ich will zumindest ein bisschen im Plus sein als, ne? Auf der anderen Seite, ich will, dass es fertig wird. Ja, einer ist schon nett gemeint, aber... Schwierig. Gut, zumindest gegen die Luft hätten wir was. Dann brauchen wir natürlich was gegen Schiffe. Die Frage ist halt... Die Frage ist halt die, will ich die drei nicht schon mal darauf schicken, dass der dem hilft? Ich denke schon, das wäre nicht so schlecht und vielleicht so ein paar Landverteidigungstürme. Aber bei der Masse kann ich mir das halt nicht erlauben. Er hat nicht so viel Schiffe. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eher nochmal zwei Spionageflugzeuge haben. Weil ich glaube, ich sollte hier unten der
UEF vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen. Und die Frage ist halt die, ist das Game gleich verloren, wenn das blöde Ding da abhebt? Aber es nutzt mir nichts, ich sehe es doch nicht. Und komisch, ja, Attentatgenerator hier draufsteht, aber ich sehe es trotzdem, ne? Gut, ich sehe keine Bewegung auf der Insel, jetzt wie hier. Ja, stimmt, so groß ist ja die Reichweite nicht, aber da unten bekabbeln sie sich wieder. Nutzen wir die Gunst der Stunde. Aktivieren das Ganze mal. Jetzt ist halt die Frage, die will ich jetzt da unten natürlich durchfliegen, während da die ganzen Flieger da rumhantieren. Aber auf der anderen Seite, hier dieser Pult lässt ja da mal drauf schließen, dass sie da unten Spaß haben, ne? Ich meine, die Sorte Spaß, die man nicht haben möchte. Okay, Abfangjäger, aber das ist eine Stufe 1, Bomber. Habe ich mir mehr von erwartet, muss ich sagen. Was da mehr los wäre, das ist ja schwach. So bei der UAF natürlich nicht helfen. Wobei, helfen ist das falsche Wort. Nicht wahr? Wir fliegen einfach mal mitten durch. Ich meine, irgendwo muss es ja sehen, das doofe Ding. Oh, da kommt ziemlich gut durch. Und, oh, es ist keine weitere Schiffswerft. Es ist schwierig, ich weiß nicht, wo es baut. Wie soll man die Mission schaffen? Die zwei bauen da unten. Sir, Sie müssen die Untertasse ausschalten. Ja, jetzt immer mit der Ruhe. Oh, das ist ziemlich weit gekommen schon. Das ist ja ganz cool so weit. Kacke. Und jetzt helfe ich hier oben. Dadurch werden meine Schiffe langsamer gebaut. Die Frage ist die, will ich mal mit einem U-Boot scouten gehen? Endlich wird die UEF den ewigen Krieg beenden. Will? Wird die das? Ist so interessant. Wer sagt das? Deine Mutter? Warum kommt er eigentlich mit einem einfachen Schildgenerator zu mir an? Ist er etwa der besoffenen Meinung, dass er bei mir landen könnte? Jetzt komme ich mit dem U-Boot bestimmt so weit. Das wäre so geil. Was haben wir denn da? Jäger. Oh, das kann er ja vergessen. Ah, blöder Bomber. Weißt du was? Flieg du mal bitte dahin. Das geht ja gar nicht. So. Freundchen, ne? Der wurde vaporisiert. Da oben ist Party. Das U-Boot könnte durchaus etwas mehr Sichtweite vertragen. Wow. Und weg ist es. Kannst du mich doch verarschen? Wie will ich das? Jetzt kommt er mit seiner Flotte an, ne? Nee, das ist sie. Aber wir haben zwei. Wir haben zwei. Bau den dritten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Kriege ich mit den beiden, die da vorne aufgehalten? So einigermaßen. Ich habe ja sonst nichts. Ich kann natürlich jetzt hier versuchen, massig. Nee, das schaffe ich ja nicht. Also nicht ohne, dass ich 2 Stunden Einheiten baue. Lass sie mal da.
Ja, und sobald der da hier fertig ist, haben wir ja zumindest gut Masse. Das Einzige. Ich kann hier unten noch nicht mal anfangen, hier Massespeicher zu bauen oder sowas. Oh. Artillerie habe ich keine. Taktische Raketenabwehr wäre eine geniale Anwendung. Es wäre alles super. Ja, es wäre ja alles super. Gut, wir fliegen mal dahin und kümmern uns zumindest schon mal um die Luftabfangjäger. Ich denke, das dürfte schon gut gehen. Sobald wir die Luftdinger haben, wir haben ja immerhin noch 5 Torpedobomber. Dürfen wir nicht vergessen. Und die Flotte ist... So geht's doch, hä? Huh? Das Schlachtschiff ist dann halt die Klasse für sich selber. Halt. Eins. Du da drauf. Das muss weg. Sieht aber besser aus wie zuvor. Viel besser, ist ja gar kein Vergleich. Heieiei. Okay, dann darf die 5 wieder bitte zurück. Das war's für die 5. So, sehr schön. Erst die großen Schiffe. U-Boote dürfen wir nicht angreifen. Ist aber nicht das Problem. Sagte er und überlegte dann, wie will ich die aufhalten? Indem wir hier U-Boote bauen. Okay, er greift sie an. Das ist gut. Das ist gut. Ja, und dann schicken wir hier unsere beiden schon mal ein bisschen vor. Ne? Jetzt könnten wir eigentlich auf den warten. Wie sieht's bei euch aus? 97. Ja. Komm, auf den dritten warten wir gar nicht erst. Und ich glaube, das könnte sogar klappen, wenn wir denn noch genügend Masse hätten. Pausiere. Na, aber gerade so. Der dauernd hin, hallo? Schicke ich die als unwissentlich zurück? Oder wollen die einfach zurück an Land? Das kann schon sein. Nur meine kleinen Krabbelviecher. Irgendwie sehen die aus wie so riesen Borkenkäfer. Ja, die fliegen automatisch zurück. Okay. Minusmasse, das ist eher schlecht. Dann hör auch du auf. Wie weit? Es geht. So, dann schauen wir doch mal. Und danach, fliegende Untertasse ist, ja, eine Lufteinheit. Jede Menge Abfangjäger. Ich denke, das ist schon ein guter Plan, hä? Ja, mein Freund, deine Luftflotte kannst du wohl bald vergessen, hä? Kannst du meine Flieger eigentlich, also Flieger da oben bombardieren? Einsatzgebiet ausgeweitet. Okay, das ist die... Die Untertasse der Aeon ist gestartet und fliegt in Richtung des Black Sun Kontrollzentrums. Zerstören Sie sie! Ihr wollt mich aber jetzt nicht verarschen und etwas sagen, dass das blöde Ding da unten ist. Oder? Nee, also das wäre jetzt nicht witzig. Das wäre sowas und überhaupt nicht witzig. Dann hätte ich mir hier oben schön Zeit lassen können. Ich mache mir hier ins Unterhemd und ihr startet dieses Drecksding von dort unten. Boah, nee. Also nö. Ihr kleinen Miesen, also nö. Nö, finde ich nicht witzig. Irgendwie. Naja, schon so ein bisschen, aber... Nö. Jetzt da unten? Nein. Also... Ach. Do it. Da. Und da. Nein, nicht aggressiv. Überhaupt nicht. Bester Laune.
Heieiei, böser Frosch. Nein. Wo ist das Ding? Sag mal, das Ding ist doch nicht so klein. Ja, ich habe damals ein Mutterschiff bei Command & Conquer übersehen. In Ordnung, gebe ich zu. Aber das Ding kann man nicht übersehen. Das ist groß, es ist rund, es macht Aua. Kommt mal darüber. Okay, wir müssen Da ist es. Da ist es. Toll, super. Ich kann meine Jäger von da oben nicht wegmachen. Zarr. Aber da ist doch nicht Black Sun. Ah, Kontrollzentrum. Ich glaube, das wird nicht lange. Oh. Schießdreck. Oh, Hilfe! Warum fliegen die so langsam? Nein! Nein! Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Gar nicht, gell? Das ist definitiv das falsche Datum. Ich hab gar nicht gespeichert. Nein! Warum? Wollte gerade sagen, geht das Spiel nicht weiter? Ah, nochmal das Ganze. Die Untertasse hat das Kontrollzentrum fast erreicht. Zerstören Sie sie. Ja. Gut, okay. Sie haben hier ein bisschen Luftverteidigung. Also sprich, wir haben noch ein bisschen Zeit. Alles hängt von der Black Sun ab. Die Untertasse der Aeon darf Black Sun nicht zerstören. Naja, ich meine, warum nicht auch mal eine Niederlage, hä? Warum nicht auch mal eine Niederlage? Die Untertasse hat das Kontrollzentrum zerstört. Kehren Sie zu Ihrem Volk zurück. Wir müssen uns auf den Angriff der Aeon vorbereiten. Tja. Ich denke, der Plan war schon ganz gut. So, ich brauche mich nicht verrückt machen, dass die von dort hinten ankommen. Ja gut, okay. Kommt vor. Nochmal.